Aber man sieht natürlich schon, dass da kleine Partikel in Case drin sind, die da nicht reingehören. Alter, was ist los mit denen? Also man sieht hier, wie so Wasserflecken sind das. Ist da nicht normal, oder? Der VGA-Thron bröckelt, ich sag's euch, Freunde. Hinten sind natürlich wieder Kratzer auf dem Case. Ist da ein Kratzer drauf? Alter, ich raste aus. Der Chibel fehlt. Hier ist ein bisschen Beschädigung dran am Case. Dann ist das Label hier zum Beispiel nicht richtig geklebt. Das löst sich halt. Wir packen heute den zweiten Teil meiner zweiten Submission von VGA aus. Let's go. So, moin Leute und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Wir schauen uns heute den zweiten Teil an meiner zweiten Submission von VGA. Das hat insgesamt 7 Monate gedauert mal wieder. Also Freunde, das erste Spiel ist ein Guitar Hero 5. Ich sehe hier schon auf dem Polybag tiefe Kratzer. Ich hoffe, das ist nicht so. Alter, wie können denn solche Kratzer entstehen? Ich verstehe es nicht. Was machen die damit? Das müssen die auf den Haufen legen oder so. Naja, wir gucken uns das jetzt mal an. Also, was ist es denn überhaupt geworden? Eine 80 plus Niermint. Es ist von Activision 2009 Guitar Hero. Hero 5 PAL UK Version. Das dürfte auch so stimmen. Ich glaube, ich habe das damals in UK bestellt von jemandem, wo ich gesagt habe, yo, wie sieht's denn aus? Wie ist die Qualität? Ist da irgendwas eingerissen oder so? Oder keine Ahnung. Das Ding ist halt, du bekommst die Spiele ganz schwer nur noch. Also falls ihr ein Guitar Hero habt, zielt oder ein Rockband, schreibt mich an, wenn das Grading fähig ist und ich packe das jetzt erstmal aus, weil ich bin ja ein großer Fan von diesen Rhythmus-Spielen. Let's go. So Leute, da ist es. Einmal ausgepackt hier. Man sieht es nochmal 80 plus. Near Mint. Ja, also ich bin mit dem Grade natürlich zufrieden, keine Frage. Womit ich nicht zufrieden bin, ist das Innere von dem Case. Das sieht mal wieder ein bisschen dreckig aus. Geh mal hier einmal rundherum und guck mal, ob ich da noch was anderes entdecken kann. Das ist halt immer das Ding, ne? Da ganz genau hingucken. Aber man sieht natürlich schon, dass da kleine Partikel in Case drin sind, die da nicht reingehören. Okay, wir gucken mal auf der Rückseite. Geht. Könnte ich so verkraften. Ich weiß nicht, ob da wieder ein Cleaning gemacht worden ist oder nicht. Aber im Case, also das ist ja nicht auf der Folie hier. Alter, was ist los mit denen? Und hier sieht man zum Beispiel, hier ist so ein kleiner Punkt und das sieht aus, als wenn das beschlagen wäre. Ne? Hier hinten, also die Rückcase-Seite sieht aus, als wenn die beschlagen wäre. Hier oben auch. Kann man das sehen? Wahrscheinlich eher schlecht. Naja, hier rundherum, ne? Das sieht so aus. Ich kann das nochmal probieren wegzubügeln, aber ich glaube, das hat damit nichts zu tun, Freunde. Ich glaube, das ist im Case drin und das sieht nicht schön aus. Ich weiß nicht, ob das durch den Kleber kommt, aber das sieht aus, als wenn das. Hier ist der Kleber runtergelaufen hier hinten. Kann man das von der anderen Seite vielleicht besser sehen? Also man sieht hier, also das sieht wie so Wasserflecken. Sind das? Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sehen kann. Jetzt vielleicht so ein bisschen. Wenn ich hier so ein bisschen wackel, ne, dann sieht man hier Wasserflecken. Ist da nicht normal, oder? Und hier ist der Kleber runtergelaufen. Hier oben. Das könnte ich noch verzeihen. Es ist ja nur für meine Sammlung, aber trotzdem finde ich es halt schade. Ich meine, ich buche ein Cleaning für das Ding natürlich für das Spiel, aber mach doch das Case auch mal ein bisschen sauber innen, Alter. Das sind Wasserflecken. Ich hole mal kurz ein anderes Spiel aus dem alten Video, denn ich möchte sicher gehen, dass ich mich da nicht täusche. Also hier sind definitiv weniger Flecken, aber hier sind auch Flecken. Vielleicht ist das auch ganz normal. Vielleicht ist das Muster von VGA, ja, dass das dann noch mit auftaucht. Aber innen drin sollte das natürlich nicht dreckig sein, ne? Guck nochmal ein anderes an. Das ist sauberer. Hier oben die Ecke, ne? Die gucke ich mir halt immer an. Die haben das nicht nochmal abgewischt oder so. Die haben das einfach zugemacht. Also hier sieht man es fast gar nicht, aber hier sieht man es krass. Und das sieht wirklich nicht gut aus. Das ist keine gute Qualität, Freunde, ich sag's euch. Der VGA-Thron bröckelt, ich sag's euch, Freunde. Es bröckelt. So, ansonsten bin ich zufrieden. Wir gucken uns das gleich nochmal im Detail an. Ich konnte jetzt auch keine. Hier hinten sind natürlich wieder Kratzer auf dem Case. Das muss ich alles dokumentieren, weil das geht natürlich nicht, ne? Ich meine, die haben Polybag und die wissen ja, wo sie es hinschicken, ja? Von der USA nach Deutschland. Und da muss ich doch das so verpacken, keine Ahnung, nochmal mit Papier dazwischen oder so, zwischen Polybag. Oder nochmal ein Polybag rein, aber hier diese Wasserflecken, die hier drin sind, das geht natürlich nicht, Alter. Ich weiß auch nicht, wie die entstehen, aber das ist nicht... Okay, aber ansonsten bin ich zufrieden mit dem, wenn die jetzt sagen, jo, Pech gehabt oder so. Weil es könnte natürlich passieren, dass du es zurückschickst und dann sieht das wieder so aus. Weil ansonsten Archival ist drauf, die Nummer ist drauf, also ist eigentlich alles drauf, was du brauchst. Ich weiß nicht, ob ein Grading, genau. Wurde jetzt ein Grading gemacht oder nicht? Keine Ahnung, Junge. Ob ein Cleaning gemacht worden ist, ne? Also wie gesagt, nochmal, nur zum Verständnis, $130 kostet das Grading, so wie ich es hier habe, mit Archival und mit Reinigung. Und da erwarte ich natürlich, dass das alles sauber ist. Und nicht, dass hier irgendwelche Wasserflecken drin sind, Alter. Ich meine, auf diese Klebespuren, da werden die wahrscheinlich nie wieder irgendwas ändern oder so. Aber das muss ja am Fließband bei denen laufen und ich weiß nicht, ob da ein Cleaning gemacht worden ist. Weil hier hinten ist auch, ich weiß nicht, ob das Dreck ist. Keine Ahnung. Man hätte, glaube ich, zwei Exemplare haben müssen, die identisch dreckig sind. Und dann hätte man gucken müssen, weil hier sehe ich auch so einen Punkt, ob die das wirklich gemacht haben, das Cleaning. Und mir bringt es natürlich nichts, wenn die jetzt sagen, yo, wir erstatten dir das Cleaning. Das ist für mich natürlich Quatsch. Also klar, hier sind jetzt keine Aufkleber drauf,
auf oder so. Aber für mich, das ist Quatsch, ne? Wenn die sagen, yo, weil dann brauche ich kein Cleaning buchen, dann brauche ich auch nichts mehr, glaube ich, groß zu VGA schicken. Aber ich finde halt, VGA finde ich halt vom Stil her, finde ich halt am besten. Gut, wir schauen uns das nochmal im Detail an. Let's go. So, Leute, wir kommen zum nächsten Exemplar. Und zwar ist es ein God of War Ragnarok Limited Edition DualSense in einer 90, kann man es sehen, 90 Nirmin Plus MT 2022. Wir gucken uns das mal an. Hier habe ich jetzt kein Cleaning gebucht, weil das ist eine Pappverpackung. Ich wüsste jetzt nicht, wie die da was groß cleanen sollen. Ich hätte jetzt gedacht, dass die trotzdem kurz mal mit einem Lappen rübergehen, damit natürlich der Staub überall weg ist. Wir packen das mal aus und gucken mal, ob das passt. So, Freunde, da ist er, der God of War Ragnarok. Guck mal, diese Wasserflecken, die hier drin sind, aber die gehören ja zum Layout, die sind meistens auch hier hinten drin. So, ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Alter. Aber ich glaube, das ist normal wegen der Pappverpackung und das hat ja einen langen Weg hinter sich. Ist da ein Kratzer drauf? Alter, ich raste aus. Es kann doch nicht wahr sein, Alter. Sind die blöd oder was? Da ist ein kleiner Kratzer drauf auf dem Acrylcase. Ich glaube, man kann auch nicht alles anprangern, sonst darfst du da nie wieder was hinschicken, sondern eher nur so Labelfehler und so ein Kram. Und hier siehst du jetzt natürlich hier drin, falls mal so. Naja, hier sieht man es ganz gut, ne, hier hinten. Das kann aber von der Verpackung sein, weil das ist eine Pappverpackung. Da werde ich jetzt nichts sagen. Das ist okay für mich, weil ich glaube, du hast hier eine Öffnung und da drin sind auch Sporen, ja, wie bei The Last of Us. Und ich glaube, das ist ganz normal, dass da so ein paar Partikel sozusagen aus dieser Verpackung durch diesen Versand, wenn das ein bisschen hin und her geschüttelt wird, dass die dann rauskommen und hier drin landen. Bei einem Videospiel, was verpackt ist in einer Plastikfolie, da möchte ich das natürlich nicht haben. Aber hier, da kannst du, glaube ich, nichts machen, ne? Das ist halt eine Pappverpackung. Der war ja nicht extra verpackt oder so. Also man könnte jetzt natürlich noch sagen, yo, das Case hat hier irgendwie einen kleinen Digi, ja, hier oben. Und die Rückseite, ja, die Rückseite ist okay in dem Fall, ne? Da machen wir nichts, den lassen wir einfach so da, wie er ist. Ich zeige euch den gleich nochmal im Detail. Und ansonsten bin ich damit sehr zufrieden. Ich habe mir den damals einfach mal so bestellt und mitgeschickt. Und ja, sehr schönes Teil. Let's go direkt in die Detailansicht. So, Freunde, wir kommen zum nächsten Spiel. Es ist ein Metal Gear Solid The Phantom Pain. Das ist das Spiel aus der Collector's Edition. Ich habe mir damals die Collector's Edition geholt, weil ich das so geil fand, diese Hand. Ich habe das Spiel selber noch nicht gespielt, aber ich fand das ganz gut und ich hatte es noch da und ich dachte, bevor es jetzt wirklich noch weiter einstaubt, schicke ich das mal mit. Wir packen das direkt mal aus. Habe ich schon das Grade gesagt? 85 Nirmin Plus. Hätte natürlich besser sein können, aber das liegt halt daran, ich bin halt schon 100 Mal umgezogen und ich habe das halt einfach in Kisten drin gehabt und dann kommen halt Kratzer hinzu und das war halt die Zeit, wo ich noch nicht wirklich an Grading gedacht habe. Wir packen das einfach mal aus. So, Freunde, da bin ich wieder. Was uns natürlich gleich auffällt, ist hier oben. Achievel fehlt. Das habe ich hier dazu gebucht. Und natürlich wieder ein Cleaning, ihr wisst Bescheid. Schade, dass wir es vergessen haben. Das ist ein Labelfehler, Freunde. Das heißt, das wird definitiv zurückgehen. Dann können sie auch gleich ein richtiges Case nehmen, was nicht verkratzt ist. Wie zum Beispiel hier unten haben wir einen kleinen Kratzer, eine kleine Einkerbung. Und hier ist ein bisschen Beschädigung dran am Case. Also das müsste ja vom Case sein, oder? Also von der Folie, glaube ich, ist das nicht. Ja, ansonsten ist natürlich ein sehr schönes Spiel. Ich hätte es jetzt nicht zurückgeschickt, beziehungsweise ich hätte es jetzt nicht angemerkt, wenn das Achievel da gewesen wäre. Ich habe mir, glaube ich, meine erste Sub nicht so direkt in Detail angeguckt. Aber hier ist zum Beispiel auch ein weißer Punkt, aber ich glaube, der gehört zum Cover. Kann man das sehen? Ja, der da. Der gehört zum Cover, glaube ich. Aber hier unten ist ein kleiner Klatschi. Und ansonsten ist das gut. Ich hätte da, glaube ich, nichts mehr groß gesagt. Das hätte ich einfach so übernommen. Und am Ende ist es ja so, dass diese Schutzhülle ja wirklich zum Schutz da ist für das Spiel. Deswegen, glaube ich, jeden Kratzer sollte man jetzt nicht auf die Goldwaage legen, aber ihr wisst ja selber, ich sag's jetzt, glaube ich, zum 100. Mal, dieses Grading kostet mich $130.
Deswegen ist das nicht hinnehmbar. Vor allen Dingen das Archivel fehlt. Ich weiß gar nicht, ob die das richtig kontrollieren. Ich könnte noch mal kurz gucken. Moment. So, ich habe jetzt noch mal in die Liste geschaut, die wir immer ausfüllen. Und da ist tatsächlich ein Cleaning mit dabei. Das heißt, das habe ich gezahlt. Und das wurde auch so weitergegeben. Und das ist hier nicht dabei. Quatsch. Das ist dabei. Ich weiß aber nicht, ob es gemacht worden ist. Deswegen, ich verlasse mich einfach mal darauf, dass das gemacht worden ist. Bei den anderen Spielen, die ich euch gezeigt habe, auch vom ersten Teil, von dem VGA-Unboxing, von meiner zweiten Submission, da muss ich von ausgehen, dass das nicht gemacht worden ist, das Cleaning. Da ist natürlich ein bisschen was passiert, ne? Aber hier ist auch ein kleines Staubkörnchen hinter der Folie. Hier sieht man es. Hinter der Folie sei schon. Hinter dem Aufkleber. Das würde mich jetzt auch nicht mal so interessieren. Schade, dass das Archivel nicht dabei ist. Sonst hätte ich das, glaube ich, auch nicht mit angemerkt, dass hier ein Fehler passiert ist. Wir schauen es uns im Detail an. Let's go. So, Freunde, jetzt kommt was ganz Spezielles. Das wird euch jetzt wahrscheinlich komplett aus den Socken hauen. Passt auf. Das ist eine Kubrick Heist Edition von GTA 5. Das ist ein offizielles Merchandise von Rockstar Games. Das gab es, glaube ich, zu jedem Spiel, zu GTA 4, zu Vice City. Und das habe ich ungeöffnet hingeschickt. Das war wirklich ungeöffnet. Das habe ich so bekommen. Da war noch eine Folie drum. Die habe ich niemals ausgepackt. Ich glaube, ich habe das mal in meiner Story gepostet. Auf Instagram. Folgt mir da auf jeden Fall. Habe ich mal auf Instagram gepostet, dass ich das bekommen habe. Du hast hier natürlich ein paar Macken in dem Ding, ne? Naja, egal. Jetzt ist es halt so, ne? Ich habe eine 8,5 bekommen. Das muss man sich so vorstellen. Wie eine 85. So könnte man sich das vorstellen. Ich pack's mal aus und dann gucken wir uns das mal an im Detail. Ach so, was ich noch vergessen habe. Moment, bevor ich es auspacke. Was sieht man? Es fehlt das Archivel. Haben sie auch vergessen. So, wir packen mal aus. Ah, so, Freunde, da ist es. Es bricht mir echt das Herz, dass das nochmal zurückgehen muss. Ich weiß gar nicht, ob ich das zurückschicken soll, weil das ist so groß und das könnte wieder kaputt gehen und so weiter. Weil das sieht echt gut aus, ne? Man muss es echt sagen, es sieht echt gut aus. Und ich will es eigentlich gar nicht zurückschicken, aber ich glaube, ich muss es zurückschicken, weil das Archivel fehlt. Und das brauche ich hundertprozentig. Ansonsten bin ich damit zufrieden. Für hier habe ich auch kein Cleaning gebucht, weil das in der Folie drin war. Ne? Und ich gehe mal davon aus. Und hier sieht man auch ganz gut, wie gut diese Sache. Ich glaube, die haben verschiedene Abteilungen. Hier sieht man, dass hier kein Wasserding ist. Natürlich, ein paar Fusseln kommen immer rein. Ne? Da kannst du halt nichts machen. Das ist auch eine Pappverpackung. Da kann sich auch mal was lösen. Das heißt, von hier drin irgendwie so eine kleine Sache. Ansonsten bin ich damit echt zufrieden. Ja, hier hast du halt noch ein paar Dellen. Ne? Aber man muss natürlich auch verstehen, das war jetzt nicht Box in Box. Das muss ich mir, glaube ich, auch mal angewöhnen, solche Sachen Box in Box dann direkt zu lassen. Das wird natürlich immer gepackt. Ansonsten bin ich damit zufrieden. Ich glaube, sowas hat noch keiner bis jetzt. Ich glaube, sowas habt ihr noch gar nicht gesehen, dass es sowas überhaupt gibt, dass man sowas graden lassen kann. Das sind so Actionfiguren, ne? Das sind halt, das ist jetzt nicht VGA, sondern das ist AFA. AFA. Sieht man das? Hier, ne? Das ist nochmal so eine andere Abteilung. Die machen halt auch Actionfiguren. Und das ist halt auch so ein Gaming-Ding. Ihr könnt da auch einen He-Man hinschicken oder so, wenn ihr den noch original verpackt habt. Aber das war hier für mich wirklich so ein Herzensding, weil wegen GTA-Fan und so. Und hier Kiflom, ne? Hier der Kollege Michael, alle dabei. Und ich denke mal, das Label, das sollte auch passen, ne? Mit Rockstar Warehouse und Rick Medicom. Da kenne ich mich natürlich nicht aus. Da vertraue ich den Leuten einfach mal, was da drauf steht. Aber hier fehlt das Archivel. Und das, ich weiß nicht, vielleicht gibt es das auch hier nicht, aber warum sollte es da nicht geben? Ich gehe mal davon aus, dass Archivel auch für Actionfiguren gilt, beziehungsweise für so Sammelsachen, ne? Das schauen wir uns auch mal im Detail an. Und ja, let's go. So, Freunde, wir kommen zum nächsten Spiel und zwar die Mafia-Trilogie. In einer 85 Near Mint Plus, leider keine 85 Plus Gold geworden. Weiß ich auch nicht, woran es gelegen hat, weil ich habe eigentlich gedacht, dass die perfekt wäre.
beziehungsweise nach meinen Auffassungen perfekt. Ich packe die einfach mal aus und dann gucken wir uns die mal an. Ich sehe jetzt schon, hier ist ein kleiner Kratzer, im Polybag allerdings nur. Ansonsten sieht das ganz gut aus. Hier ist nochmal ein Kratzer und hier irgendwie. Wir gucken mal, ob das soweit okay ist. Wir haben auch diesmal Archival. Das heißt, vielleicht ist das das erste Spiel, was wir nicht beanstanden müssen. Mal gucken. Let's go. So, Leute, da ist das gute Stück. Man sieht natürlich hier schon ihren Lagerspuren, also von dem Spiel selbst her. Ansonsten sieht es ganz gut aus. Hier ist ein bisschen Dreck, den man wegpolieren kann. Kann man den wegpolieren? Hallo? Das sieht ganz gut aus. Ich glaube, das wird auch das erste Spiel, was ich jetzt nicht beanstanden würde. Aber wir gucken mal weiter. Ne, weil da war wirklich kein Dreck. Das habe ich bekommen. Das stand jetzt im Regal die ganze Zeit und habe mir gedacht, okay, schicke ich mal mit. Mal gucken, was für ein Grade das wird. Und das sieht ganz gut aus. Jetzt auch nichts weiter erkennen, was da jetzt irgendwas am Case ist. Man hat natürlich hier wieder verschiedene Klebespuren. Ne, hier sieht man es. Hier oben fast gar keine. Also manchmal hast du da Bubbles, manchmal hast du da keine Bubbles. Das ist echt komisch, ne? Wie unterschiedlich das ist. Das ist echt krass, als ob da verschiedene Leute dran sitzen und verschiedenen Kleber benutzen. Naja, ansonsten bin ich damit zufrieden. Das würde ich jetzt, glaube ich, auch nicht zurückgeben. Bin mir nicht sicher, wo der Kratzer hierher kommt. Der kann natürlich von der Verpackung kommen. Das heißt, die Folie könnte sich natürlich ein bisschen nach vorne wölben. Das sieht aber so aus, als wenn innen drin was wäre. Kann man das sehen? Immer ein bisschen schlecht. Hier sieht man es ganz leicht, wie sich das so nach unten zieht. Ich habe natürlich noch die Originalfotos da, ne? Die würde ich mir dann nochmal angucken und würde gucken, wie sah das denn vorher aus? Für mich sieht es nicht so aus, als wenn da ein Cleaning gemacht worden ist. Das sieht komisch aus. Ist das die Folie? Ich meine, ja, ich glaube, das ist die Folie. Von hier unten sieht man es ganz gut, wie sich die Folie nach vorne wölbt. Die wölbt sich so ein bisschen nach vorne. Deswegen denke ich mal, dass die Folie das ist, also nicht das Case. Genau. Aber ansonsten ist das okay. Ich glaube, das ist auch die erste Sache, glaube ich, die ich unter anderem behalten werde. Weil wir haben jetzt natürlich auch im ersten Teil sehr viel Zeug gefunden, wo was nicht gepasst hat. Ich kann hier auch nicht wieder davon ausgehen, hundertprozentig, ob die hier ein Cleaning gemacht haben oder nicht. Deswegen, da muss man denken, okay, das haben die halt gemacht. Ich gucke hier oben noch mal kurz. Das ist auch sauber. Also hier ist jetzt keine, hier sind keine Wasserflecken hier hinter, ne? So wie bei den, wie bei Guitar Hero 5 war das, glaube ich, ne? Wo da so ein Wasserfleck war. Okay, ist okay. Wir gehen jetzt mal in die Detailansicht. Let's go. So, Freunde, und damit kommen wir zum letzten Element. Sagt man letztes Element. Ich zeige es euch einfach mal. Es ist ein Sega Mega Drive 2. Sega Mega Drive Mini 2. Ja, was soll ich da kurz groß zu sagen? Das war meine erste wirkliche Konsole. Ich hatte aber damals nicht den 2, also nicht diese Version, sondern den langen. Ich glaube, ihr kennt das noch, ne? Es gab, das war ja sozusagen diese Small-Version und dann gab es ja noch die große Version. Den habe ich jetzt auch nicht clean lassen. Davon bin ich ausgegangen, dass das passt. 85 Plus, Near Mint Plus, das passt für mich. European Version ist wahrscheinlich die deutsch- und europäische Version. Ich denke mal, es gibt nur eine. Deswegen hast du auch hier überall verschiedene Dings. Wir packen den mal aus. Let's go. So, bevor ich den aus der Hülle hole, hier ist nochmal ein Kratzer, großer, und hier an der Seite ist auch irgendwas, als wenn der da runtergeflogen wäre. Wir holen den mal raus und hoffen mal, dass das ganz geblieben ist. Polybag lege ich mal weg. Es ist, glaube ich, immer gut, dass man das so macht, dass man Dokumentationszwecke hat. Okay, hier ist okay. Das ist auch okay. Das ist auch okay. Ich gucke halt direkt, ob da irgendwelche Kratzer drauf sind auf diesem Case. Aber das sieht gut aus. Da hätte ich jetzt gar nicht zum Beanstanden. Wie gesagt, wenn da drin irgendwelche Partikel sind, die können halt entstehen, ne? Die können halt entstehen durch diese Pappschachtel. Ich weiß nicht, habt ihr so einen Sega Mega Drive 2 in der Mini-Version schon mal gegradet gesehen? Keine Ahnung. Ich glaube, hatte ich davon zwei bestellt und einer war richtig kaputt. Ich glaube, ich habe den nochmal bestellt. Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist er. Sega Mega Drive 2. Also das ist wirklich so eine Erinnerung für mich persönlich, weil das wirklich meine erste Konsole war. Ich glaube, 90, 91 dürfte das gewesen sein. Ich hatte zwar nicht den hier, weil ich glaube, der kam ein bisschen später raus. Also ich rede jetzt natürlich von der großen Originalkonsole, sondern ich hatte den breiten. Und ich hatte auch das Sega CD. Sega CD hatte ich auch. Und bei Sega CD, da war so eine Verlängerung noch mit dran. Die konnte man unten festschrauben für das große Gerät. Für das kleine Gerät brauchte man das nicht. Das hat man einfach so eingesteckt und dann hat das gepasst. Ja, sehr schön. Freut mich, dass ich das wirklich als VGA habe, weil, wie gesagt, ich lasse eigentlich das gerne nur noch bei VGA graden. Aus Gründen. Aber wir wissen ja, die machen auch nicht alles richtig. Hier zum Beispiel haben wir einen kleinen Einschluss. Kann man das sehen hier? Von Staub.
Staub, dann ist das Label hier zum Beispiel nicht richtig geklebt. Ich hoffe, ansonsten ist das alles richtig, was hier so draufsteht. Es ist auch interessant, dass das Archival manchmal, dass diese Schrift manchmal ganz rechts steht oder dann wieder in der Mitte oder ein bisschen weiter links, ne? Ich hatte ein Spiel, da stand es ganz rechts. Naja, ansonsten passt das, aber man sieht das richtig, ne? Wie sich das hier abhebt. Das könnte man theoretisch auch beanstanden, aber ob man das nochmal mitschickt, weiß ich nicht. Das löst sich halt, ne? Das sieht man hier von der Seite ganz gut, wie sich das so ein bisschen löst. Da hätte ich gedacht, dass sie da wirklich nochmal drauf achten. Man sieht es auch von vorne, wie ein kleiner Knick drin ist und wie sich das löst. Das könnte man auch nochmal beanstanden. Das werde ich auf jeden Fall auf die Mängelliste nochmal raufsetzen, dass sich das Label löst. Ansonsten sehr schön geworden. Diesmal keine Kratzer im Case. Ich konnte auf jeden Fall keine erkennen. Wir schauen uns das nochmal im Detail an und dann würde ich sagen, let's go. So Leute, dann würde ich sagen, ich beende das Video für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr habt jetzt gesehen, es waren wirklich einige Schmuckstücke dabei. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo, Like und Kommentar. Das ist komplett kostenlos für euch und hilft mir sehr. Schaut gerne auch mal auf Twitch vorbei, da bin ich Dienstag und Donnerstag online. Schau mir Videos an, mach Reactions, mach Let's Plays. Und würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.